herzlich willkommen zu Cinema Royale, dem neuen Kino-Review-Magazin, mit mir natürlich. Und heute werden wir uns zwei ganz besondere Filme angucken. Einmal haben wir Happy Death Day to You im Programm. Das ist ein Horrorfilm der Happy Death Day-Reihe. Und dann haben wir später noch einen Animationsfilm, nämlich Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 3, der letzte Teil und damit der Abschluss der Reihe. Ich werde mir gleich die Trailer von beiden ansehen. Und dann schauen wir mal, was wir dann erwarten und wie am Ende der Film dann doch auf uns wirkt. Weil die Trailer sind natürlich nicht immer passend zu den Erwartungen, die man hat. Was bist du? So, wir gucken uns jetzt den Trailer zu Drachenzähmen leicht gemacht Teil 3 an. Die geheime Welt heißt er, glaube ich. Und schauen wir mal, was wir so erwarten, wenn wir die Trailer gesehen haben. Das ist Berg, mein Sohn. Es war das Zuhause deiner Großeltern und deren Großeltern davor. Dort draußen, hinter dem Ende der Welt, ist die Heimat der Drachen. Und ich glaube, es ist dein Schicksal eines Tages, diese geheime Welt zu finden. Du weißt aber schon, dass mein Bein kein Kauknochen ist. Na, das willst du. Ja, dann hol's dir! Und, wie komm ich jetzt darunter? Hey, Kumpel, warte! Where I started out, all alone. Ist gar nicht der Einzige. Ein zweiter Nachtschatten. Mehr so ein Weißschatten. Ein Tagschatten. Ja, dein Name klingt irgendwie besser. Es kommt eine Kriegsflotte mit genügend Käfigen für alle unsere Drachen. Das ist eine neue Art von Feind. Wir müssen die geheime Welt finden. Ich werde alles vernichten, was dir lieb ist. Ohne Zahn! Nein! Du bist nichts ohne deinen Drachen. Wenn Grimmel sein Ziel erreicht, gibt es bald keine Drachen mehr. Und es ist an uns, das zu verhindern. Und? Wie willst du das denn machen? Leg die Rüstung an! Wir haben nur einen Versuch. Du bringst ein Baby mit zur Schlacht? Hab keinen Zitter gefunden! Die geheime Welt, es gibt sie wirklich. Das ist ein wahrer König. Hast recht, Kumpel. Es wird Zeit. Wer kommt denn da? Kein Wort. Zweiter Trailer, los geht's. Als ich ein kleiner Junge war, gab es Drachen. Yeah! Wohin sie sind, wissen nur sehr wenige. Unsere Geschichte hat die Welt für immer verändert. Wir haben's geschafft! Das weltweit erste Drachen-Wikinger-Paradies. Dein Paradies vielleicht. Meins ist nicht so voll und viel hygienischer. Hey, mein Freund, warte! Meine Götter, er ist doch nicht der Einzige. Sieh an, ein Tagschatten. Oh, Entschuldigung. Sie kann verschwinden. Eine geheime Drachenwelt. Los, ohne Zahn, stell dich hier vor. Found my heart, kid, made friends and lost. Ohne
Nachtschattenzahn hat eine Freundin. Ich habe alle Nachtschatten gefangen, außer deinem. Rück ihn raus. Ich würde ihn niemals im Stich lassen. Dann zerstöre ich alles, was dir lieb ist. Wir sind hier nicht mehr sicher. Wir müssen von der Landkarte verschwinden. Komplett. Und wir müssen für ihre Freiheit kämpfen. Komm, mein Freund! Ohne deinen Drachen bist du nichts. Attacke! Zeig ihnen, was du drauf hast. Rette ihn. Uns beide kann nichts trennen. Okay, also ich habe mir jetzt beide Trailer angeguckt und die Erwartungen an den Film sind auf jeden Fall starke, farbenfrohe Animationen, so wie das zum Beispiel in der versteckten Welt der Fall ist. Dann, was der Trailer noch verspricht, finde ich, ist eine berührende Love Story, nicht nur zwischen hier dem Drachen ohne Zahn und dem neu aufgetauchten weißen Nachtschatten, sondern auch zwischen Astrid und Higgs, weil das hat sich die letzten zwei Filme angebahnt und das müsste jetzt langsam mal aufgelöst werden, gerade auch, weil es der letzte Teil ist. Dann hoffe ich natürlich, dass das Ganze ein würdiges Finale der Reihe wird, bei dem es vor allem halt auch um das Zwischenmenschliche geht. Es geht ja um Liebe irgendwo. Und genau. Glaube ich, der Trailer versucht auch ein bisschen witzig zu sein. Ich muss sagen, es ist sicherlich wahrscheinlich witziger für jüngere Zuschauer gerade. Aber übertrieben witzig fand ich jetzt die Stellen halt nicht. Und deswegen nehme ich mal an, dass es so ein bisschen leichten Humor auch darin geben wird. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten. Musik fand ich eigentlich ganz cool. Ed Sheeran war zum Beispiel dabei mit Castle on the Hill. Hoffe ich, dass mehr so coole Tracks da drin sind. Dass das schön so gehalten wird, wie das der Trailer verspricht. Ja. Und genau, als letztes haben wir noch den Gegenspieler von Higgs. Das ist der letzte Gegner und also auf mich wirkt es so, als wäre er so ziemlich wie die anderen beiden davor auf einem Level so von der Art, was der für ein Typ ist. Und ich hoffe, dass das aber nicht so eindimensional bleibt und dass der gute Grimme heißt der, glaube ich, ein würdiger Gegner. Eines Tages finde ich die geheime Welt und werde sie versiegeln, sodass die Menschen und die Drachen sich nicht mehr bekämpfen. Drachenzähm leicht gemacht, Teil 3, die geheime Welt, ist der dritte Teil der Reihe. Der Film ist seit dem 22.02. überall in den Kinos verfügbar und hat ein Budget von 55,5 Millionen US-Dollar. Die Trailer haben wir ja schon gesehen. Und also ich muss sagen, der Film hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die Handlung ist jetzt nicht besonders herausragend. Also es geht darum, dass der Gegenspieler von Higgs, der Grimme, Berg bedroht, weil er den Drachen von Higgs, also ohne Zahn, töten möchte, weil er bereits alle anderen Nachtschatten getötet hat und das sozusagen der letzte in der Reihe ist, den er noch erledigen muss. Und um halt möglichst gut an den Drachen ranzukommen, benutzt er einen weiblichen Nachtschatten als Köder. Genau. Und Higgs sieht halt dann die geheime Welt als einzigen Ausweg, um das Dorf und die Drachen zu retten. Genau. Der Kernkonflikt in dem Ganzen ist die Entscheidung zwischen der Liebe, also zwischen ohne Zahn und dem Weibchen, also ohne Zahn muss sich halt sozusagen entscheiden, ob er zu dem Weibchen hält oder zu Higgs selber. Und genau, das ist der Konflikt. Gleichzeitig hat Higgs aber auch einen Konflikt, weil er muss sich halt
Also er ist halt sehr stark an Unezahn gebunden. Klingt auch oft wie so ein Elternteil, das über sein Kind spricht. Muss aber gleichzeitig den Erwartungen des Dorfes gerecht werden, weil er ja jetzt das Oberhaupt ist. Und das stürzt ihn halt so ein bisschen in so einen Konflikt. Genau. Zu dem Antagonisten der Geschichte. Grimme präsentiert sich als ausgezeichneter Gegenspieler. Der ist wirklich schlau, zeigt Stärke und also der ist ein richtig guter Abschluss für die Reihe. Zum Beispiel spielt er halt die Stärken, die Onezahn hat, extrem gegen Hicks aus und das macht ihn halt zu einem sehr guten Gegenspieler einfach. Genau. Also das Highlight von dem Film ist auf jeden Fall die Animation. Also die Animation ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist mit Sicherheit einer der besten animierten Filme, die ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe. Und da war auch dieser extrem gute Spider-Man-Film bei. Also die Animation ist farbenfroh, richtig schön, richtig, also man kann Texturen und sowas wunderbar erkennen. Sieht einfach richtig, richtig gut aus. Man sieht, dass da 55,5 Millionen Dollar drin stecken. Wahnsinn. Genau. Die Musik zu dem Film ist auch echt gut eigentlich. Aber ich finde, an ein, zwei Stellen passt sie nicht so zu 100% zu diesen epischen Bildern, die Animation vermittelt. Da hätte man ruhig ein bisschen epischer werden können von der Musik her. Aber ja, es ist Meckern auf hohem Niveau. Der Film, also auf jeden Fall die Musik macht sich gut in dem Film. Genau, außerdem hat der Film genau das richtige Maß an Action und zwischenmenschlichen Beziehungen. Also es geht halt nicht nur zwischen Onezahn und dem Drachen, ist halt diese Liebe, natürlich auch zwischen Astrid und Hicks. Das ist einfach genau das richtige Maß. Es gibt immer wieder richtig gute Action-Szenen, aber dann halt auch wieder ein bisschen was fürs Herz. Genau. Der Film versucht an manchen Stellen witzig zu sein und das gelingt ihm auch sehr gut. Also ich habe auch ein paar Mal gelacht im Kino. Das ist wirklich, es ist nicht so, wie es häufig der Fall ist, dass es eine witzige Szene im ganzen Film gibt und die wird dann halt in den Trailer reingehauen, um zu vermitteln, dass der ganze Film so witzig ist und am Ende ist man schwer enttäuscht. Nee, ich finde, die Stelle, die im Trailer gezeigt wird, ist klar irgendwo witzig, aber es ist sicher nicht die witzigste im Film, deswegen, wenn er probiert, witzig zu sein, ist der Film auch witzig. Genau. Das Finale des ganzen Films ist extrem emotional und schließt die Reihe echt richtig gut ab. Das Finale geht ans Herz, ist schön anzusehen. Ich habe selten bei Animationsfilmen so ein emotionales Finale erlebt. Vielleicht noch bei, weiß ich nicht, nee, eigentlich fällt mir kein Film ein, der auf ähnlichem Maß so emotional wird wie der dritte Teil von Drachenzähmen leicht gemacht. Genau, der einzige richtige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, ist, dass ich finde, dass der Grimme am Ende irgendwie zu leicht geschlagen ist. Also der Film liefert halt die ganze Zeit sehr stark, sehr viel. Und dann ist die Katharsis, also der Höhepunkt, einfach ein bisschen zu wenig. Aber es tut dem Film auf keinen Fall, es schadet dem Film nicht besonders. Ich weiß, wessen Handschrift das ist. Grimmel der Grizzly. In meiner Heimat bekannt wie ein bunter Hund, der gerissenste Drachenjäger, den es je gegeben hat. Das heißt, nach mir natürlich. Genau, alles in allem würde ich dann sagen, der Film ist auf jeden Fall ein würdiges Ende der Reihe. Super starke Animation, tolle Reihe, jeder Film, alles, was ich von Drachenzähmen leicht gemacht gesehen habe, ist wirklich, wirklich gut geworden. Und das ist ein schöner Abschluss für das Ganze.
wo man gut sagen kann, ja, das ist was, was wahrscheinlich sehr lange überdauern wird. Genau, und die Animation ist natürlich der Star des Ganzen. Genau, um das abschließende Ranking dann vorzunehmen, der Film kriegt von mir 9 von 10 Punkten. Der Film ist wirklich, wirklich gut und auf jeden Fall sein Geld wert. Gerade wahrscheinlich im Kino nochmal schöner als nachträglich zu Hause zu sehen. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Film zu sehen. Raus! Ryan! Alter, ich habe einen Horrortrip. Den zweiten Film, den ich mir angucken werde und wo ich euch meine Meinung zu sagen werde, wird sein Happy Death Day to You, heißt der. Ist der zweite Teil der Reihe Happy Death Day. Und genau, ich schaue mir jetzt gleich mal den Trailer an und hoffe, da kommt was Gescheites bei rum. Trailer, los geht's. Alter, raus. Ich hab einen Horrortrip. Ich hab diesen Tag an sich ja schon mal erlebt. Déjà-vu? Ja. Als du gestorben bist, fing der Tag neu an, richtig? Ja. Dabei könnte ich dir behilflich sein. Ich bin 11-mal gestorben. Ich musste denselben Tag immer und immer wieder erleben. Bis mich jemand mit einer Babymaske in der Nacht meines Geburtstags tötete. Es war meine Mitbewohnerin Lauren. Ich hab die Verrückte aus dem Fenster getreten und damit die Zeitschleife beendet. Jetzt lebe ich mein altes Leben aber besser. Alles okay? Nein. Oh, hey, du bist wach. Ich habe deine Hose zusammengelegt. Das ist nicht wahr. Alter, hast du sie flachgelegt? Oh. Ich weiß es nicht. Heute ist Montag, der 18. Schon wieder? Go. Stopp den Klimawandel. Go. Es ist genau der gleiche Tag. Okay. Ich dachte, ich werde Zeitschleife entkommen, aber nein. Oh mein Gott. Alles ist anders. Dieses Mal verfolgt es jeden von uns. Wenn du den Tag nicht neu startest, sind sie für immer tot, oder? Also muss ich immer und immer wieder sterben, um euch alle zu retten? Also du könntest dich auch einfach selbst umbringen. Eine geniale Idee. Okay, dann mal los. Ich muss den Mörder aufhalten, sonst sterben noch mehr. Scheitern ist keine Option. Focus, man. My money on my mind. Got a meal out the field and I'm still in the grind. Now show the system. Das rauszufinden bringt mich buchstäblich um. Oh, hey. Du bist wach? Ich hab diese Scheiße so satt. Meine Zeit hier ist begrenzt. All my fancy things. Was zum... Komm schon, zeig, was du drauf hast. Das ist eine Notsituation, Trey. Wer kommt noch zu Kappa, wenn ein Todesfluch auf uns liegt? So, also ich habe mir jetzt auch den Trailer von Happy Death Day 2 angeguckt. Und wie man das halt erwartet bei einem zweiten Teil, dreht sich das Ganze. Also es ist einfach ein Neuaufkurs des ersten Teils, würde ich sagen. Also so sieht es zumindest aus im Trailer. Die Idee ist die gleiche wie im ersten, sie ist nur ein bisschen weiterentwickelt. Es ist so, dass dieses Mal nicht nur sie stirbt, also gejagt wird, sondern auch ihre Freunde. Also ich weiß jetzt nicht, Laurie heißt, glaube ich, die Hauptprotagonistin, nagelt mich nicht drauf fest. Also die Idee ist die gleiche wie im ersten Teil, nur halt nochmal neu aufgesetzt und weiterentwickelt. Genau, was erwarte ich von dem Film? Also der Film bedient sich ja der gleichen Idee sozusagen wie Täglich grüßt das Murmeltier. Also dass die Protagonistin halt immer wieder aufwacht am gleichen Tag, an dem Tag, an dem sie halt getötet wird. Und immer wenn sie stirbt, wird der Tag einfach resettet. Genau. Der Film sieht irgendwie, obwohl es ein Horrorfilm ist, recht lustig aus. Also es gibt jede Menge witziger Szenen im Trailer, die halt auch dieses ganze Thema Tod ein bisschen auf die Schippe nehmen. Was ich übrigens irgendwie ganz cool finde, weil es irgendwie eine witzige Idee ist.
Genau, dann verspricht der Trailer natürlich diese spannende Jagd nach dem Mörder, also wer diese Babymaske auf hat. Und dadurch, dass es der zweite Teil ist und dass die Protagonistin schon Erfahrung mit dem ganzen Thema hat, erhoffe ich mir, dass sie so ein bisschen halt zeigt, dass sie sowas schon mal durchlebt hatte und ein paar richtig coole Momente raushaut, vielleicht auch irgendwie sich dem Mörder stellt oder so, wie man das halt erwarten würde, wenn man das zum zweiten Mal durchmacht. Genau, die Musik. Kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Ein Track wurde gespielt. Candy Shop war das, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es ein Hip-Hop-Track, 50 Cent oder so. Und ja, cooler Track. Ich hoffe davon, Musik passt bei dem Ganzen, weil bei Horrorfilmen gerade ist Musik immer sehr, sehr wichtig. Und um die Atmosphäre aufrecht zu erhalten. Und ich hoffe, dass man da entsprechende Songs parat hat. Genau, ich werde mir die Filme in den nächsten Tagen angucken und dann schauen wir mal, wie sie sich machen. Oh Gott. Danielle, hi. Wo warst du? Was meinst du? Unsere Hausversammlung. Sie wurde verlegt. Happy Death Day to you ist der zweite Teil der Reihe Happy Death Day, ja, und kam am 14. Februar raus. Der Film hat ein Budget von 9,8 Millionen US-Dollar und ist freigegeben ab 12 Jahren. So, der Film hat eigentlich relativ wenig Handlung. Die Idee ist die gleiche wie bei Täglich grüßt das Murmeltier. Der Charakter, der Hauptcharakter, ist in einer Zeitschleife gefangen und versucht, da auszubrechen. Dieses Mal ist es aber so, dass die Protagonistin, also Tree heißt sie in diesem Fall, von einem Serienmörder gejagt wird. Ja, eigentlich von einem Mörder, nicht mal von einem Serienmörder. Und genau. Und ja, das ist halt das Dilemma der ganzen Sache. Ja, bei dem Film steht vor allem natürlich die Hauptcharakter im Mittelpunkt, weil nur er halt die Zeitschleife erlebt. Deswegen kriegt man relativ viel von Tree mit, aber trotzdem ist der Charakter nicht besonders tief geschrieben. Also man hat zwar den Einblick in ihr Leben, aber besonders tief geht das jetzt nicht. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Teil 1 schon mal angeschnitten wurde, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ich habe den ersten Teil ehrlich gesagt nicht gesehen. Deswegen mag sein, dass es im ersten Teil schon beantwortet ist. Deswegen, da halte ich mich raus. Genau, das Problem, was im Laufe des Films auftritt, ist, dass anders als bei der ersten Zeitschleife, wo es einfach nur eine Zeitschleife ist, dieses Mal Tree in einer anderen Zukunft sozusagen, also in einer anderen Welt sozusagen ist, zum Beispiel lebt in dieser Welt ihre Mutter noch und das stürzt sie in so einen Konflikt zwischen Zukunft und Vergangenheit und das zieht sich über den ganzen Film. Ich finde die Idee eigentlich sehr, sehr cool, wie sie dieses Thema neu aufbereitet haben, die Zeitschleife sozusagen neu benutzt haben und sich ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie man den zweiten Teil anders machen kann. Und ja, eigentlich finde ich das, die Idee dahinter ganz cool, auch mit dem Konflikt zwischen Zukunft und Vergangenheit. Genau. Die Musik ist wirklich gut. Das ist das, was mir am allerbesten gefallen hat im ganzen Film. Die Musik, das hatte ich auch, glaube ich, in den Erwartungen schon angeschnitten. Der Song, der im Trailer läuft, kommt nicht vor im Film, aber trotzdem ist die Musik wirklich gut, baut atmosphärisch gut Stimmung auf und Musik war top, ja. Genau, was dafür weniger gut ist und wo der Film auch arge Schwachstellen hat, ist, der Film versucht, weil er ab 12 ist, sich weniger des Horrors zu bedienen und mehr auf Humor zu setzen. Das Problem ist, dass der Humor einfach nicht drinsteckt in diesem Film. Also ich fand den Film nicht witzig und ich finde, man hat da ganz klar einen falschen Fokus gesetzt.
das sind alles so billige Witze, sehr flach und also es ist nicht besonders unter... Also hin und wieder habe ich auch geschmunzelt, aber ja, wie gesagt, ich finde, da wurde einfach ein falscher Fokus gesetzt und deswegen, das gefällt mir nicht so gut. Ja, trotzdem schafft es der Film irgendwie unterhaltsam zu bleiben, dadurch, dass man halt immer noch das mit dem Mörder hat und das Problem, dass Tree gerne aus dieser Zeitschleife ausbrechen möchte. Was noch besonders ist, dass im Gegensatz zum ersten Fall Tree nicht nur die Zeitschleife durchbrechen muss, sondern auch darauf achten muss, dass jeder noch am Leben ist, der ihr wichtig ist. Und da gibt es auch ein, zwei knappe Momente im Film. Ich möchte euch jetzt nichts hier irgendwie vorwegnehmen, wo es wirklich, wirklich knapp ist mit der Zeitschleife. Genau. Was aber ausbleibt, ist irgendwie die spannende Suche nach dem Mörder. Und das fand ich persönlich ziemlich schade, weil ich das erwartet habe. Das verspricht auch der Trailer. Aber es kommt so gar nicht vor. Es ist relativ schnell klar, wer der, also mir war es zumindest relativ schnell klar, wer der Mörder ist. Und die ganze Suche nach dem Mörder fällt aus. Dafür geht es mehr darum, alle zu retten. Aber auch das ist irgendwie nur ein Nebenteil der Handlung. Also der Trailer vermittelt einfach ein komplett falsches Bild, was man von dem Film erwarten soll. Deswegen vertraut nicht zu sehr auf den Trailer. Genau, das Schauspiel von den Hauptcharakteren ist eigentlich ganz okay. Es gibt Stellen, die sind besser, es gibt Stellen, die sind schlechter. Aber also umgehauen hat mich das jetzt nicht. Ich finde, man kann sich das gut angucken und es sind auch ein paar gute Szenen, aber allgemein ja, ist in Ordnung. Genau, ganz am Ende des Films gibt es noch ein Sequel. Das heißt, es gibt eine Szene nach dem Abspann und die deutet an, dass es mehr, also noch weitere Teile geben wird. Allerdings fand ich den Sequel einfach nur total schwachsinnig und auch die Idee, die dahinter steckt, völlig absurd und ich hoffe, dass man nicht wirklich versucht, das, was da dargestellt wird, in noch einen Film zu packen, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr starker Fehler wäre, wenn man die Reihe weiter oder probiert weiterzuführen und sie so kaputt macht. Das ist keine Übung. Leute, wartet! Genau. Alles in allem würde ich dann sagen, der Film ist nicht besonders gut, aber trotzdem ist er unterhaltsam. Durch wenig Blut und Gewalt gibt es halt eine geringe FSK-Freigabe, also eine geringe Altersfreigabe. Und damit ist es, glaube ich, ein schöner Einstieg für gerade für jüngere Zuschauer, die gerne Horrorfilme sehen würden, aber sich noch nicht so trauen. Und ich glaube, der leitet einen schön dazu an, sich vielleicht andere Klassiker wie Halloween oder Freitag der 13. anzugucken. Genau, alles in allem würde ich dem Film auf meiner Skala 5 von 10 Punkten geben, weil, wie gesagt, der Film ist ja in Ordnung, auf jeden Fall unterhaltsam, aber kein starker Horrorfilm.